Ich liege auf der Matratze, ausgebreitet, so wie Jesus in der Gosse, puste Kristallrauch in die Luft. Ich will nicht reden, aber schreibe Texte. Leute reden so circa 1000 Wörter an einem Tag und ich so vielleicht 3. Wenn irgendjemand gewinnt, muss irgendjemand anderes verlieren. Und wenn irgendjemand lebt, muss irgendjemand anderes sterben. Irgendjemand muss einfach erkranken, damit man gesund sein kann. Schneid den Tumor aus meiner Kehle raus. Ich bin nämlich ein rezessiver Prototyp. Irgendjemand muss einfach leiden. Irgendjemand muss diese Besenkammer bewohnen, diese ökologische Nische bewohnen, die niemand anderes sonst haben will. Fresse ein Croissant mit Stacheldraht umwickelt aus der Mülltonne, Survival of the Fittest. Ich habe mich daran gewöhnt. Wer hat so einen abscheulich abstoßenden Charakter, Kinder sich selbst verdauen zu lassen? Mutter Natur hat ihn. Sie ist eine Hure. Und ich will sie vergewaltigen. Ich will dich verbrennen sehen und quälen, weil ich böse bin. Ich bin ein Albino, eine einzigartige Schneeflocke. Ich habe einen Schwanz zwischen den Beinen, aber er behindert mich beim Gehen und du bist ihn nicht wert. Deswegen nehme ich einen Stock, auf dem ich dich aufspießen werde, um dich noch mehr zu demütigen, weil ich böse bin und weil ich böse war, werde ich hingerichtet werden. Das weiße Pulver ist angerichtet auf dem Spiegel. Mein Traum wird wahr, nun nie wieder in dieser von Spucke verkleideten, verklebten Welt sein. Aber dieser Traum ist geplatzt, wie eine Fruchtblase geplatzt. Du bist eine Hure. Ich bin keine Hure, Gedanken. Während ich auf der Matratze liege und kristallklare Einsamkeit inhaliere.